whose reign as Grim Lord of the Dead came to a sudden end when all at once his past caught up with him. But gods do not go quietly, and history repeats. So this tale was only a matter of time. Maxi ballert es. Kronos muss fallen. Kronos ist da. Kronos ist der Animu. Erebus kennen wir. Das war die, das kennen wir. Das war sozusagen die letzte Ebene. Weiß ich nicht mehr. Kannst die Bäume, glaube ich, kaputt machen. Okay, wir müssen mal kurz gucken, wie wir machen. Das schlagen wir. Da machen wir so ein Teil. Und B machen wir so ein AOE oder wie auch immer. Oh, was war das denn? Wiederherstellen. Das war wahrscheinlich Leben oder so. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr schmuck aus. So wie von Hades gewohnt. Lost souls. I'll make the Titan pay. Oh, shit. Die Musik ist sehr gleich. Der Artstyle ist heftig, ja. Also. Design eh Endstufe. Das spielt sich schon ziemlich smooth. Das? Sammeln. Oh shit, das hätte ich nicht tun dürfen. Jetzt sterben wir aber nicht direkt in der ersten Ebene. Danke für den Lurk mit. Ups. Ich muss, glaube ich, die Kamera umpositionieren, warte. Oh, springen. From Olympus and well met there, Sunshine. Look, we can't get to the Titan, but if you truly mean to stop him, then the least I can do is light your way down. Wait, Apollon. Ist doch gar nicht. Der war doch gar nicht im ersten Teil da, oder? Ja, es ist ja auch der zweite Teil. Ach, sie haben also auch komplett neue Götter. Du darfst dich nicht auf dieses Kabel lehnen, Maxi. Okay. Nova-Schlag. Deine Angriffe fügen größeren Schaden in einem weiten Bereich zu. Schaden durch Angriffe plus 40%. Dein Sprint ist schneller, Schritttempo. Sprinttempo. Magiewiederherstellung 12 pro Sekunde. Ich glaube, ich nehme das erste. Ich würde auch das nehmen. Hi, Proper, was geht? Hey, Proper. Alles gut Proper bei dir? Wie geht's dir, Proper? Wie war dein Tag? Oh, wir haben ganz wenig Leben. Das ist sehr schlecht. Ups, wir wollten den hier machen. Was bringt denn das? Dieser Kreis, weißt du das? Das weiß ich nicht. Ja, ausgeschlafen, mal letzte Tage Urlaub genießen. Die Woche würde ich mal sagen, ja, let's go, geil. Was soll ich drücken? Rechts, Pfeiltaste rechts. Asche wird zum Freischalten neuer Arcana verwendet. Gewöhnliche Belohnung für den Abschluss von Begegnungen im Ereboss und darüber hinaus. Achso, das ist vielleicht sozusagen die Skills, also dass die Skills dauerhaft. Arcana ist ja wahrscheinlich Zauber, ja. Hast du dann, du hast ja morgen auch frei und musst du Freitag dann arbeiten oder hast du bis Sonntag deine Ruhe proper? Cool, am Brawler habe ich noch freigeschaltet, yes.
Warte, wir gucken mal, ob wir irgendwo unsere Skills einsehen können. Ja. Können wir gerade, glaube ich, halt das rechts. Kann ich nicht. Kannst du nicht? Moment, ich glaube, ich muss erst das beenden, schau. Da ist ein kleines X über ihrem Kopf. Nochmal, hast du dann bis Sonntag frei oder musst du jetzt noch quasi, musst du Freitag arbeiten noch? Maxim sagt, der Kreis macht, glaube ich, wenn ein Monster auf dich rennt, dass der Kreis ihn stoppt, bin mir aber nicht sicher. Ja, bis Sonntag frei, ja, let's go, so geil. Drück mal Pfeiltaste rechts. Jetzt können wir es machen, noch. Da haben wir Psyche noch bekommen, mit Erhöhung des Wissens. Okay, drück mal zweimal RB. Das ist nur der Text. Millionen heißen wir. Millionen. Okay. Wird zum Zauberformeln der Verbannung und der Aufhebung verwendet, kann per Handel im Eros gepflückt werden. Hier, merkst du gesagt, weil die bewegen sich im Kreis, na, das stimmt. Andere Pfeiltaste? Ja, ich glaub's auch. Drück mal eine andere Pfeiltaste. Ja, schauen wir mal. Hier, ja, genau, da haben wir's doch. Düsterer Erebus. Versuch mal die anderen Dinger zu. Geht nicht? Was? Ich hab einfach. Du kannst die Aura aktivieren, warte mal. Oh, die typische Aura dieser Region. Halte in der Nähe Ausschau nach Molly. Molly. Drück mal nochmal eine andere Pfeiltaste. Ja, warte mal. Runter? Nee. Nicht? Das ist wie das Inventar. Und Start geht auch nicht. Das hier. Start ist halt Option und so. Ja. Wartet. Wir klicken mal alles kurz durch. Also das sind ja meine Skills. So, vielleicht irgendwie ein Bumper? Nee. Nee. Ich, also ich drück mal nochmal die Taste. Die hier? Ja, nee, kannst auch nichts ändern. Drück B. Ich kann es nur anpinnen. Ja, wir werden, aber ich denke, sobald wir einmal gestorben sind, wird uns das auch irgendwie angezeigt. Denke ich auch, das ist ja auch so eher Tutorial. Da haben wir doch schon Leben, ein Granatapfel. Der versteckt unsere Fähigkeiten. Stimmt. So. Für die, für den Run. Wie ist der andere gerade gestorben? Hast du es gesehen? Nee, der ist halt auch drin gestanden, denke ich. Boah, ich glaube, dass das mehr Range hat. Das ist mega geil. Ja, die bewegen sich da drin in dem Kreis nicht. Also kannst du quasi stunnen. Tod durch Terrain. Ja, hat sau wenig Leben, gell? Nova so, dein Angriff fügt einen größeren Schaden zu. Genau, das wollen wir verbessern. Wir haben ja nur einen Skill. Und, das ist jetzt interessant. Also, wir haben zwar nur 88 Gold, aber wir könnten rein theoretisch zum Händler. Oder wir gehen zu irgendeinem Skill. Was würdet ihr sagen, Händler oder Skill? Ich würde sagen, Händler. Maxi, apropos Anime, heute ist wieder Konosuba-Time. Hey, Konosuba haben wir auch noch nicht. Wir haben noch die zweite Staffel noch nicht gesehen, ja. Ich würde auch, ja, also ich würde entweder Skill oder Händler, eine Million ist, sagst du. Das ist. Der Mythologie eine Tochter von Zeus und Persephone. Von Zeus! Oh, was für ein krasser Spoiler. Was? Händler nee. Easy, ich rieche einen Heal. Was? Zeus hat sich da in Hades verwandelt und Persephone so. Er nicht, was für ein dreckiger Zeus. Never. Rest, das ist im Endeffekt wie auch halt ein Roguelite, ne? Also, du kommst von einem Raum in den anderen und verstärkst so immer deine Fähigkeiten und versuchst so durchzukommen. Bist jetzt zum Händler gegangen, ja. Okay, gut. Der Escaroda riecht ein Healing. That breathing. Oh, da ist. Oh! Schaut euch an, wer da ist! Weißt du, wer das ist? Ja, natürlich! Oh mein Gott, okay. Verstanden. Ist er nicht süß? Hm. Also, Charon ist der Pferdmann, der bringt uns immer zurück oder hoch eigentlich. Also eigentlich bringt er die Seelen in die Unterwelt, ne? Ins Hades, verstorbene Seelen. Das ist der Fährmann, steht ja da dran, ne? I'm in your debt, Lord Charon. These provisions surely shall make all the difference in my task. What gold I find is yours. Cool, jetzt haben wir ohne zu kämpfen einmal einen Skill. Das ist eigentlich nur so. Fährmann für den Sticks, ganz genau. Wir kaufen den. Das ist kein Skill, das ist irgendein Zeug. Achso, ich weiß nicht, was wir gekauft haben. Ist nicht schlimm. Karen, wo BMW? Ich will Luxus. Charon.
Es ist so cool. Jetzt haben wir die Wahl. Das sieht nach. Das nehmen wir nicht, weil das sind Elite-Gegner und wir haben halt nur 9 Leben. Woher weißt du, das ist Elite? Achso, da sind Totenköpfchen. Das sind Totenköpfchen. Die Totenköpfchen bedeuten immer schwere Gegner und die normalen Köpfchen, na, da, wenn kein Köpfchen dran ist, dann ist das ein normaler Raum. Wie als Figuren einen riesen Hut aufhat und beim Reden eine Kapuze. Aber ihr seht, guck mal, seht ihr die kleinen Pfeile? Das war bei Hades 1 nicht so. Das ist ein verstärkter Skill dann, den wir bekommen würden. Also ziemlich krasser. Seht ihr das oder Magie? Es gibt nämlich Stufen an Skills. Und das wäre halt ein normales Räumchen. Aber wir nehmen das normale Räumchen. Wie schon gesagt, wir haben nur 9 Leben. Das macht ja keinen Sinn, jetzt irgendeinen starken Raum zu nehmen. Also, finde ich jetzt. Uiuiui. Ich kenne die Gegner halt null. Also, sind alles komplett neue Gegner. Ich weiß nicht, der Moveset. Ich weiß gar nichts über diese Gegner. Oh. Ja, ist gut. Ich muss mich treffen. Ja, Max, jetzt so Bock auf dieses Spiel. Oh, oh, oh. Ich scheiß so rein, Leute. Ist nicht schlimm. Ich bin eh gespannt, was passiert, wenn wir sterben. Ob wir dann Hades wiedersehen oder nicht. Ich will nicht absichtlich sterben, aber ich bin schon sehr neugierig. So, wir hauen hier ab. Wir werden mal hier eins reinlegen. Ah, okay, die schreien. Scheiße. Ein Leben. Vorsichtig, Leute. Ihr müsst vorsichtig sein. Wir haben nur ein Leben. Aber wir haben den Raum geschafft. Das ist okay. Ach, maximale Magie. Magie gekriegt, ja. Ich check nicht. Ich check's noch nicht. Warte. Schlimm. Das eine ist wieder so eine Welle. Ich glaube, von denen haben wir schon irgendwie was. Und das andere Zeug ist auch irgendwas. Das braucht man wahrscheinlich alles zum irgendwas verstärken. Das hatten wir beide schon. Das können wir schnell nachlesen. Das ist Wissen. Und das daneben ist Arkane. Es wird zum Freischalten der Arkane verwendet. Ich würde, glaube ich, das daneben. Das ja. Graue oder das Grüne? Das Graue. Graue? Okay. Imagine nicht zum Endboss First Try, Schande. Und wenn ihr Lust habt, dann hört ruhig mal auf die Synchronsprecher, denn ich schwöre euch, auch wenn neue dabei sind, ne, die werden alle 10 von 10 sein. Also dafür ist Hades bekannt. Okay, das sind die Viecher. Die sind eigentlich recht angenehm, weil die haben nicht so eine hohe Range. Ich habe auch sau lang jetzt kein Hades mehr gespielt. Aber es fühlt sich wirklich, wirklich toll an. Es fühlt sich wirklich gut an. So. Ergift. Ich weiß nicht. Okay. Da. Hier würden wir unser Leben verstärken. Maximal. Und das Leben machen erhöhen. Wir mal, weil wir können nicht mit einem Leben rumrennen. Das ist schon schwierig. Hoffentlich überstehen wir jetzt den Raum. Lucky Raum bis jetzt. Okay, da drehen sich irgendwelche. Gut, sehr, sehr gut. 25 Leben. Oh, eine die. Sehr schön. Ich bin gespannt. Okay. Da, Poseidon. Oh, look at this. Wir müssen zu Poseidon. Safe ist mir zu Poseidon. Ja. Cool. Okay, great. Ich bin gespannt, wie er aussieht, Leute. Okay. Wir müssen nur den Raum überstehen. Das ist nicht schwer. Wir haben ein bisschen Leben. Das heißt, kein großes Maul kriegen, Maxi. Wir können uns einen Fehler leisten. Wäre halt blöd, weil wir Leben verlieren würden, aber wir sind nicht direkt tot. So. Hier weg. So, jetzt müssen wir den Tri-Duli da noch töten. Lassen wir ihn mal kurz drehen. Sehr gut. Okay, jetzt hört man auf den Synchronsprecher. Ich bin gespannt, ob der, ich weiß gar nicht mehr, ob das der gleiche wäre, aber... You're one of my father's brothers, aren't you? Then help him. In the name of Hades, Olympus, I accept this message.
Aber überlegt mal, wie das schon geschrieben ist. Ihr seid doch einer der Brüder meines Vaters. Jetzt wissen wir aber nicht genau, wen sie meint. Ob wir jetzt Zeus als Vater haben oder ob wir Hades als Vater haben, weil beides wäre möglich. Long lost niece, you live. We thought you met the same fate as your father and your mother and your brother. Oh. Well, how about we turn the tide and exact terrible revenge for poor old Hades and his kin? Was? Und wir dachten schon, wie das Schicksal, wie mein Vater, meine Mutter und mein Bruder. Wenn mein Vater Hades ist, dann ist mein Bruder Zagreus und dann würde ich gerne mal wissen, was mit meinem Zagreus passiert ist. Can you speak German with me? Beziehungsweise verständlich? So, es pimpert alles und jeden, ja, ist echt so. Okay. Drück A. Der arme alte Hades und seine Sippe rächen. Doch, dann sind wir die Tochter von Hades. Da steht Hades, wir Hades rächen. Okay, look, we have to look. Gezeitenzirkel, warte mal. Ah, der ist lila, der ist blau, ne? Genau, da wenn du eine Ressource findest, erscheint potenziell eine Kopie. Ach krass, dass du quasi eine Chance auf 25% doppelte Ressource hast. Dein Bandkreis explodiert sofort. Fügt Gegnern Schaden zu und stößt sie zurück. Nee. Also dieser Kreis macht einfach Damage auch noch. Mach ich viel zu selten. Ja, dann mach ihn halt dann mehr. Der Sprint. Und das ist nur Sprint, Schaden beim Aufprall. Wenn du durch die durchsprintest, machst du Damage. Oder doppelte Ressourcen wären halt auch nice. Genau, also hier, das meine ich mit Level. Wir haben halt Seltenheit. Klick mal Pfeiltaste links. Klick mal nach links. Hab ich? Nochmal. Kannst du nicht runterdrücken oder so? Geht gar nichts? Okay. Genau, das meinte ich. Hier seht ihr, das steht selten drin. Es gibt auch legendär und so weiter. Wir haben halt Level bzw. Seltenheitsstufen. Und manche haben halt, das sieht man dann auch, manche haben halt die Chance auf seltenere Skills, wenn man die Türen dort da ist. Okay, wir nehmen, ich bin geneigt, das Duplikation zu nehmen, ja. May all our enemies drown. Oh ja, gut, jetzt nehme ich mal das Grüne wieder, weil wir hatten ja letztes Mal... Ich glaube halt, das Graue ist wertvoller. Okay, dann nehmen wir das. Weil wir davon weniger haben. The greed for loot, ja, ist echt so. Ich hoffe, dass wir auch ein paar alte Gegner, ehrlich gesagt. Hallo Zerwerstung, was geht ab? Schön, dass du da bist. Was geht ihr Hades? Oh, den habe ich falsch platziert. Uns geht super. Und wie geht's dir? Hold on. So. Jetzt, guck mal, jetzt müssten wir 5 halten. Nee, aber vielleicht kriegen Chance wir jetzt von 25% mehr. Maxi. Ah, okay. Schade. So, wir können mehr wieder Leben. Zum Leben gehen oder weil wir jetzt 132 haben. Wir haben gesehen vorhin, einmal hat es wie viel gekostet? 50, 100 und 150, glaube ich. Wir haben 132. Ich würde Leben nehmen. Okay. Also ich würde Leben nehmen, aber was würdest du tun? Langsam am Abklingen. Alles, aber merke es noch in Lunge, immer noch kein Geschmack. Oh ja, krass. Was für ein Lucky Room. Ja, Luck. Hört mal hin, ich finde das Boombran auch voll cool. Voll geil, ja. Das ist schon gut gemacht, ne, mit dem Bumpern und so. Gefällt dir bis jetzt gut, ne? Sehr toll. Also, ich würde die Dinger kaputt machen. Unser erster Boss. Ey, nicht die Eier da. Vielleicht ist da auch mal Geld drin oder so. Ja, du hast da recht. Sehr gut zur Wörstung, schön. Schon vorher reingeschaut oder jetzt zum ersten Mal? Zum ersten Mal. Also Maxi spielt jetzt quasi seit 18 Minuten. Also normalerweise wird jetzt hier Charon... chillen mit den 3 Items, die wir kaufen könnten. Jetzt ist unser erster Boss. Okay. Wir werden den nicht schaffen, aber wir können genießen, wie er aussieht und ich bin gespannt vor allem auf den Sound. Und wer es ist, ja. Und der Soundtrack wird bestimmt auch Hammer sein. Und weil der Soundtrack in Hades, ne, ach, der ist immer so gut und ich hoffe, dass er hier auch gut ist. So, jetzt hören wir mal dahin. Wie sehr bald die Bosse in Hades sind schon. Headmistress. Mistress, aus Frieren. Hexe der Wegkreuzung. Millenoy. Gestern hat Kumpel
mir das auch kurz gestreamt. Wenn Geld da ist, hole ich es mir auch direkt, denke ich. Ah, Leute, weißt du, was mir gerade einfällt? Wenn wir jetzt, hier unser Poseidon hat ja gesagt, dass wir das Haus Hades rächen wollen, ne? Und es kann auch sein, dass wir deswegen beim Erebus sind, weil das ist ja die letzte Ebene. Dass wir das wieder runtergehen genau, müssen. Dass wir